Herzlich willkommen, im Kindheim. Waren das etwa keine netten Kinder? So. Schwärzliche Kinder? Ich lasse mich hier einfach mal ein bisschen vorgehen und horch mal, ob er schreit oder ob es sicher ist. Ich bin schließlich eine gute Freundin und gebe ihm da auf jeden Fall Rückendeckung. Zwanni, wer da durchläuft, Digga. Kriech, bis dahin hin und leben wieder zurück. Ohne sich zuscheißen. Ich mach's nicht. Auf gar keinen Fall. Was genau haben Sie da gesehen? Ja, weiß ich nicht. Also, Löcher in der Wand hatten wir ja schon nicht so cool. Aber wenn du nicht mal sehen kannst, was am anderen Ende ist, finde ich das ehrlich gesagt noch schwieriger. Weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich gehe lieber. Michi, wo bist du? Krass, guck mal, hier ist sogar noch eine alte Kommode oder sowas. Also ich weiß nicht warum, aber das macht alles ein sehr, sehr, sehr komisches Gefühl hier. Meine Frau ist bestimmt schon raus. Die hat sich gedacht, scheiß drauf, ich zieh durch und lass den alten Sack hier mal alleine. Sieht man mir eigentlich an, dass ich ein bisschen Angst habe, oder? Nee, ne? Ich habe schon gedacht, du hast mich hier alleine gelassen. Ich habe es gleich über dich gedacht. Sehr gut. Das ist wahre Liebe. Ja, gehen wir da hinten raus jetzt durch die Treppen oder was? Ja. Also es sind quasi ja auch zwei Gebäudekomplexe, die einfach hier mit so einem Tunneldurchgang verbunden sind. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden die auch nicht zeitgleich erbaut, sondern 1913 wurde das erste Objekt gebaut. Und ich schätze, dass das hier ist. Weil nachträglich wurde dann noch ein Flachdachgebäude dazu gebaut. So, von draußen wieder drinnen. Wir gehen weiter. Ich vertraue dem Boden jetzt. Ich bin hier einmal schon drüber gelaufen. Ei. Hier hat es auf jeden Fall gebrannt. Aber dadurch, dass man hier auch so weit außerhalb ist, kriegt das auch keiner mit. Oder erst spät wahrscheinlich halt, wenn schon alles in Flammen steht, ne? Also das ganze Schwarze. Auch da oben. Das ist alles noch das Rußzeug. Hier jetzt nämlich mal
vor ein paar Jahren ordentlich gebrannt. Und die Brandstifter wieder unterwegs. Oder vielleicht ist es auch einfach nur so passiert. Hitze, Trockenheit, man weiß es nicht. Und hier ist es nämlich auch. Hier ist... Da sind die Leute halt richtig müde. Das ist so unheimlich. Also, das ist nicht witzig. Das ist auch nicht witzig. Das ist unheimlich. Das ist gruselig. Das macht man nicht. Ne. Wenn der jetzt aufsteht hinter mir, ne? Dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Da hast du immer das Gefühl. Der steht gleich auf. Der steht von hinten auf die Schulter. Und dann direkt. Aber sofort. Ohne Vorwarnung. Und jetzt möchte man auch irgendwie nicht in diese kleinen Toilettchen da reingucken. Okay, cool. Also die Türen kann man scheinbar nur nach außen aufmachen, weil nach innen ist die Toilette leider im Weg. Hier ist auf jeden Fall schon lange kein Wasser mehr, weil in der Toilette sind sogar Spinnennetze. Geilo. Ich hasse alles hier. Also was soll hier sein? Eigentlich nichts, ne? Aber das Gefühl, sagt ihr, da kommt gleich das Händchen raus und dann bewegt sich da hinten gleich was. Es wird aber nicht passieren, hoffentlich. Was war das denn mal? Ist irgend so ein Fellkram noch dran? Ach, das ist eine Lampe gewesen oder was? Was für eine Riesenlampe. Wahnsinn. Aber die wird ja wohl kaum hier in dem Raum gehangen haben. Denn das, was ich eben schon gesehen habe, was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, gehen wir aber mal gemeinsam hin, ist dieser wunderschöne Raum hier. Mit einem Riesenfenster nach draußen. Das kann hier sowas wie ein kleiner Gemeinschaftsraum gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Wo sie dann vielleicht zum Spielen zusammengekommen sind. Vielleicht haben sie hier irgendwie ein kleines Sofa stehen gehabt oder so. Vielleicht gab es sogar einen Fernseher. Und dann war nämlich auch hier direkt angrenzend noch sowas wie eine kleine Terrasse wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist hier so eine Tür gewesen, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Und dann stehst du draußen. Und es ist wirklich schön hier, wenn man sich das mal so anguckt. Kinder. Das ist jetzt kein Spaß, ich will wirklich Kinder. Das ist jetzt auch keine Verarsche. Deswegen hoffe ich, dass ich sie vielleicht nochmal irgendwie. Sehe? Ja. Weiß ich nicht. Oder auch nicht. Wenn sie lange schwarze Haare haben und weißes Kleid anhaben, dann möchte ich die nicht sehen. Ei, ei, ei. Scheinbar sind hier noch Kinderseelen unterwegs. Auf jeden Fall. Oh, das war so super unheimlich. Also ich habe auch gerade Kinderlachen gehört. Und das Ding ist, hier ist halt rundherum nichts. Hier ist kein Wanderweg, hier ist kein Spielplatz, hier ist kein Wohngebiet. Also wo genau soll jetzt hier im Wald ein Kind sein? Gefällt mir auf jeden Fall nicht. Du hast mir auch kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich fühle mich auch gerade nicht mehr so wohl. Aber ich glaube, gegen Kinder hätten wir eine reelle Chance. Ja, definitiv. Kommt nur darauf an, wie viele es sind. Mhm. Oh je, das war unheimlich.
Ja, lass mal da raus, da rum, dies, das. Achso. Du bist ja ein Fuchs, ey. Ja. So, wir sind durch. Wir sind wirklich durch. Das war's. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier alleine sind. Nein. Also ganz, ganz gruselig, ja. Aber. Also wirklich, wirklich gruselig. Wirklich gruselig. Also ich finde auch gut, wenn wir jetzt gehen, weil ja. Es wird langsam wirklich dunkel. Ja. Und ich möchte nicht im Dunkeln hier sein. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr hier sein. Trotzdem geschichtsträchtiges Gebäude mal wieder. Echt cool, was man noch so an Details findet, wenn man genauer hinguckt. Und wir hoffen, euch hat es genauso gefallen wie uns. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Atmosphäre so über Kamera rüberzubringen, ja, wie glaub, wenn man so vor Ort ist. Das ist einfach, das stimmt. Aber es war auf jeden Fall ein Besuch wert. Ihr könnt uns das ja mal verraten. Schreibt es mal in die Kommentare, welcher Raum hat euch am meisten gegruselt. Ja. Und das würde uns auf jeden Fall interessieren. Genau, wo sind euch die Nackenhaare zu Berge gestanden? Also mir eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ganz, ganz widerlich. Und im Keller war es am schlimmsten. Man freut sich immer so ein Fenster da noch zu sehen. Ja. Dass man nicht das Gefühl hat, ja genau, man hat sonst das Gefühl, nicht ganz im Boden drin zu stecken. Aber hier waren so einige Ecken. Die kleinen Toiletten, die waren hart gruselig. Die, ja, ihr habt es alle gesehen. Ja, wir kämpfen uns jetzt durch den Wald zurück zum Auto. Ja, diesmal geht es aber mehr bergab, das ist schon mal ganz gut. Das ist, das ist auf jeden Fall ganz gut. Freue ich mich drauf. Deswegen lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Das tun wir, hoffentlich. In Hamburg sagt man Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss.